liegt sie da, entstanden aus dem Abraum der Zeche Hugo und inzwischen nicht nur ein Wahrzeichen von Gelsenkirchen-Bur, sondern ein wirklich reizvolles Ausflugsziel, das mit seiner Umgebung ein Stück Ruhrgebietsgeschichte erzählt und mal wieder zeigt, es ist schön hier. »399 Stufen führen hinauf zu einem der schönsten Wahrzeichen des Ruhrgebietes. Das ist die Rungenberghalde in Gelsenkirchen-Bur. Wer noch nie hier oben war, der weiß gar nicht, was sich hier an Natur verbirgt. Versteckte Wege, üppige Vegetation, ein Paradies für Freizeitsportler.« 70 Meter ist die Halde hoch und bietet einen fantastischen Blick über Bur bis hin nach Bottrop-Kirchhellen. Am Fuße der Halde die historische Schüngelbergsiedlung. Diese wurde 1897 von den Bergarbeitern der Zeche Hugo erbaut. Seit 2001 ist das Bergwerk geschlossen. Die Geschichte aber lebt hier liebevoll im Detail weiter. Im kleinen Museum von Klaus Herzmanatus. Der ehemalige Bergmann hat hier alles zusammengetragen, was zur Geschichte der Zeche Hugo gehört. Ein Museum zum Anfassen. Weil man einfach viele Fragen stellen kann, viel sehen kann, auch Dinge in der Hand nehmen kann und keiner auf die Finger haut. Und vor allen Dingen, hier wird keiner rausgeschickt. Und ich sage mal, wir haben das Herz auf der Zunge. Und die Leute sollen sich zu Hause fühlen. Und wenn dann die Leute rauskommen und sagen, wir kommen nochmal wieder, dann haben wir gewonnen. Und die weiteste Besucherin kam aus Japan. Und wir haben schon Besucher aus Bhutan hier gehabt, aus dem Himalaya. Es ist verrückt. Und interessant ist immer, dass selbst bei den Menschen wir dieses Aha-Gefühl hinkriegen, weil die sich einfach wohlfühlen. Die Rungenberghalde. Bis zum Jahr 2000 wurde hier der Abraum des Bergwerks Hugo Ewald aufgeschüttet. Oben befindet sich die Lichtplastik mit dem Namen Nachtzeichen. Lichtkanonen, die nachts sogar vom All aus zu sehen sind und ein futuristisches Licht in den Gelsenkirchener Himmel werfen. Um die Strahler kümmert sich Mike Göring. Er ist sozusagen der einzige Leuchtturmwärter des Ruhrgebiets und hält das strahlende nächtliche Wahrzeichen in Schuss. Wenn man den Strahler von unten sieht, meint man, da wäre so eine Birne drin. Aber die reicht aus, um die Leistung zu bringen. Unten das nächste Wahrzeichen. Das alte Bahnwärterhäuschen. Hier fuhr bis in die 80er Jahre hinein die Hugo-Bahn. Alfred Kontor ist auch eine Art Wahrzeichen. Der Gelsenkirchener hat viele Jahre hier malocht als Schrankenwärter. Das alte Bahnwärterhäuschen hat er vor der Abrissbirne bewahrt. Hier am Denkmal für Alex empfängt er am Wochenende Besucher aus aller Welt bei Kaffee oder einem Fläschchen Bier. In meiner Person liegt es einfach, den Leuten etwas Schönes zu bieten. Und ich bot den Leuten, indem ich ein Rosenbeet hier angelegt habe, einen Teich, einen Fischteich und ringsherum. Ich konnte hier am Tage sogar 50 und mehr Rosen für Leute verschenken, wenn die hier vorbeikamen. Denn am Ende hieß ich nicht nur Don Alfredo, sondern auch der Don Alfredo, der Rosenkavalier von Gelsenkirchen. Die Halde ist quasi der Mittelpunkt in Bur. Drumherum entwickeln sich immer mehr schöne Fleckchen zur Erholung. Für Familien mit Kindern ein Paradies. Seit Anfang letzten Jahres hat Bauer Holz hier einen kleinen Streichelzoo eröffnet. Dazu ein uriges Bauerncafé. Für viele Besucher gehört es zum sonntäglichen Spaziergang schon dazu, hier einzukehren und auszuruhen. Wir genießen das immer, wenn täglich Kindergärten, Großväter mit ihren Enkelkindern hier zu uns kommen, um sich die Tiere anzuschauen und dieses Umfeld hier genießen. Tagsüber bietet sich den Besuchern ein spektakulärer Ausblick auf das Revier. Genießen sollte man unbedingt auch den Bilderbuch Sonnenuntergang. Und den gibt's natürlich auf der Rungenberghalde. Es ist einfach schön hier. Ja, da trifft es sich.